So, will ich mal mein Abenteuer hier fortsetzen. Wir haben jetzt kurz vor 5:30 und ja, wollen wir mal zusehen. Ja, hallo liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid hier. Ja, ich bin jetzt immer noch hier auf dem Rastplatz, wo ich ja bei Teil 1 hier aufgehört habe. Ja, und zwar hier, ihr sehen könnt, ne, hier war ja unser Rastplatz, also sind jetzt quasi schon in Frankreich drin, fahren jetzt Richtung Lyon weiter runter und ja, haben noch ein Stückchen vor uns, ne? So, soweit, so gut erstmal. Wir düsen erstmal hier los und ja, ich mache mich hier ready to go, Leute, und ja, in der Zeit könnt ihr mir gerne, wer es noch nicht getan hat, ein Like da lassen oder ein Abo. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wisst ihr, kostet euch ja nichts und bringt mich ein Stückchen weit mit dem Ganzen hier nach vorne. Ich bedanke mich schon mal dafür im Voraus. Und ja, wie gesagt, ich mache noch dies und das und dann können wir auch dann loslegen. Okidoki. Okay, so, ein Schlückchen Wasser noch nehmen. Hab vorhin noch ein Käffchen getrunken. Ja, sehr gut. Und jo. Dann muss es mal angehen, ne? Ich hoffe, ich sagte ja schon bei Teil 1, dass ich ja hier mit zwei Teilen, aber da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das so, naja, schlussendlich reicht, um anzukommen. Aber gut, wir geben alles hier. Wie immer. Okay, da kommt nichts. Wie gesagt, wir haben jetzt 5:30 oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau, 5:30 haben wir, 5:29 Uhr. Und ja, let's go, ne? Oder im Moment sagen wir hier alle, alle. Wir sind jetzt mehr in Frankreich. Junge, Baba, hier auf der Tanke, naja, auf dieser verlassenen Tanke war es eigentlich hier, ja, schön ruhig, ne? Das, was man braucht, ne? Seine Ruhe. Und jo. Konnte ein bisschen schlafen, war gut. Ist noch was gefuttert gestern Abend. Jo, alles runtergezogen. Immer geradeaus. Schön dunkel ist und dann, ja. Und jetzt geht's weiter. Quietsch vergnügt. Abenteuer ganz fortgehen hier, fortlaufen hier. Fortsetzung folgt hier. Ja, ich war so optimistisch zu sagen oder zu behaupten, dass ich das jetzt hier in zwei Teilen hier abfrühstücke. Als solches, mal ganz salopp gesagt, aber ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Das soll ja alles ja nicht so lang werden, ne? Aber wo? Mal schauen. Wir schauen mal. Und war das denn eine Mülltüte? Ja. Hier ist 50. Warum? Weil sie es können, hier, oder was? Immer geradeaus. Okay. Und dann links, ne? Wie ich das so sehe. Ach ja, der Morgen bricht schon da rein. Es wird hell, das ist schon mal gut. Kann man den Tag voll nutzen.
Ach doch nicht, das ist nur eine Kurve. Ich dachte, der geht jetzt. Es sah so aus, erst als ob es jetzt links abgeht. Es ist zwar eine langgezogene Linkskurve, aber sonst auch nichts. Wie ihr sehen könnt, hier auch noch hier alles gut. 9 Grad, eigentlich okay. Eigentlich zu mild für den Winter, aber okay. Ich beschwere mich nicht. Ja. Und wir schauen mal. Oh, wer ist das? Och, Hannes. Jo, was ist los, mein Junge? Ja, alles gut noch. Ja. Ja, noch ist alles super. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Ist irgendwas? Nö, Papiere, alles soweit okay, ne? Jetzt kommt mir nicht und sagt mir, da ist fehlt noch was. Okay. Na gut. Da bin ich ja beruhigt. Achso, wollte sich nur melden. Ja, bis mir, ja. Wie gesagt, wenn was ist, denke ich mal, wenn ich das schaffe für ihn, dann werde ich mich dann schon melden. Ne? Aber bislang, ja, ich bin jetzt, kann man sagen, kurz vor Lyon, ja. Aber auch jetzt genächtigt, bin jetzt ein bisschen jetzt schon unterwegs, ja. Und ja, bei euch soweit alles Taco noch, ja, ne? Ja, das Übliche, ne? Ja. Das ist okay. Hauptsache, das läuft soweit. Ja. Ja, nee. Wetter auch gut hier. Also, um nicht zu sagen, super. Sonne geht auf hier. Wie gesagt, wir haben, naja, 8, 9 Grad so. Und ja. Bin bis jetzt, also keine Beschwerden. Alles gut. Hab nichts zu meckern. Alles gut. Wie gesagt, Richtung Leon bin ich jetzt. Und ja. Ja, alles klar. Ja, sowieso. Okidoki. Na dann, ne? Grüß dich mal alle schön und ja. Ja, mein Abenteuer geht weiter, richtig. Ciao. So, Leute, ja. Fragen schon mal nach, wie es mir geht, so hier. Ja, alles gut. Ja, Jesa. Ich sehe ja jetzt hier überhaupt keine Probleme. Frankreich, jetzt nach Spanien rein, überhaupt keinen. Ich weiß nicht, wo das Problem dann liegt, aber. Naja. Ich hoffe, es bleibt doch so. Das Beste kommt ja noch, denke ich mal. Das ist ja. Ah, das ist ja nix. Das ist ja nix hier. Oh, hier ein bisschen aufpassen jetzt hier. Okay. Biege nach rechts ab. Oh, es geht jetzt wieder hier auf die Bahn. Sehr gut.
halten und dann links abbiegen. So. Supi. Biege nach links ab. Ja, Helga. Sobald ich es kann, will ich es so machen. Daran soll es ja nicht liegen, ne, das Ganze hier. Ja. So, wollen wir nur den Gang hier reinmachen. Jetzt bin ich ein bisschen hier abgesoffen, ja. Macht ja nichts, da vorne komme ich ja sowieso erstmal weiter. Die Ampel hätte ich so oder so nicht geschafft, denke ich mal. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, gut. Naja. Okay. So. Demnächst links abbiegen. Okay, okay. Biege nach links ab. Komm, stehe ich, springt die Ampel auf grün. Ah, ist das schön. Gibt nichts Schöneres. Sehr gut. Ja, wir verlassen jetzt wieder Lyon, fahren jetzt raus. Habe ich mir keinen Wegpunkt gesetzt vorhin, jetzt für die nächste Pause, wo wir dann unser verspätetes Frühstück einnehmen werden. Heute muss ja sein. Ja, noch nicht, aber fahren ja noch ein bisschen. So ist das ja nicht. Noch fahren wir ein bisschen. Jetzt 8:45. Ja. Jetzt geht das wieder los hier mit der Zahlerei. Natürlich. Das müssen wir auch natürlich in Betracht ziehen hier, das Ganze. Von den Ausgaben her natürlich, ne?
Ja. Das mache ich dann zum Schluss. Dann weiß ich, was mir dann im Endeffekt dann noch geblieben ist. Naja. So. Dann wollen wir mal hier Tickets ziehen. Und weiterfahren, ne? Das mit der Zahlerei hier ein bisschen los jetzt hier. Ja, Ticket, dann kann ich gleich wieder bezahlen. Dauert auch nicht allzu lang. Wunderbar. Hier wäre es möglich gewesen zu halten, aber. Aber wie wir sehen, rechts ganz schön voll, ne? Ganz schön voll das Ganze hier. So, ein bisschen von außen mal das Ganze mal betrachtet hier. Vorne das spanische Transportunternehmen Cabrera ist ja auch ansässig in Hamburg. Fahren ja immer bis Norddeutschland, bis hin nach Dänemark, glaube ich, rauf. Ja, haben auch immer schöne Touren.
das von Südspanien, natürlich, von Südspanien bis hoch nach Hamburg und ja, wie gesagt, rein nach Dänemark und so weiter. Mal kurz mal reinschauen auf die Karte, wo wir das Beutel machen können gleich. Ja. Schauen wir mal hier, was hier so ergibt. Oh, wir fahren ja schon Richtung Montpellier hier. Ja. Jetzt haben wir den hier. Ach, guck an. Dann können wir doch hier direkt hier. Hier ist doch jetzt hier auch diese Mautstelle, ne? Das nicht hier die hier? Ich glaube schon. Können wir durch die Mautstelle durchfahren und dann können wir hier, ja, hier, roundabout, hier irgendwo, ja, also in 42 Kilometer können wir dann halten und dann haben wir dann unser verspätetes Frühstück. Wenn wir jetzt, ja, kurz vor 11, ja, können wir machen, ne? Können wir machen. Doch, doch. Können wir alles so immerhin fertig zum Losfahren. Ja, na klar, fertig zum Losfahren. Helga, was ist los mit dir? Sag ich doch, 450 Metern, ja, geht das schon wieder los hier mit den Zahlen. Können wir schon mal den Fuß vom Gaspedal nehmen, den Format raus. Ah ja, ja, hier ist ja was los. Ja, habe ich mir die richtige Uhrzeit ausgesucht, ne, oder? Ja, was kann man machen? Nix. Da machst du nix, da guckst du nur. Naja, gut, wollen wir schon mal Fenster runter machen. Aber ging ja trotz alledem. Wieder ein Ticket? Ich muss doch eigentlich zahlen. Hä? Wir sind ein bisschen weiter vorne gefahren jetzt hier. Ja, sag ich doch, Ticket und dann zahlen direkt. Da will ich doch meinen hier. Ja, hier hätte ich auch halten können. Habt ihr ja gesehen auf der Karte. Aber nee. Fahren wir ein bisschen weiter und dann können wir dann halten.
Kein Problem, denke ich mal, oder? Kommt ja sofort, da haben wir schon 400 Meter. Dann können wir uns ein bisschen ausruhen. Natürlich. In Ruhe frühstücken. Verspätet, aber. Oder wir kombinieren das mal. Müssen wir mal schauen, ne? Immer geradeaus. So. Okay, so. So, der Arzt macht jetzt mal ein kleines Päuschen und ja, geht gleich dann oder ein bisschen später weiter. Okidoki. So, Päuschen vorbei und ja, kann weitergehen, ne? Jetzt kurz vor 12:30 haben wir also noch was gegessen als solches. Alles gut. So sieht's aus. So, dann wollen wir die Sache mal starten hier. Ja. Fertig zum Losfahren. Okay. Es geht weiter. So, jetzt sind wir kurz vor Montpellier. Also, bin uns jetzt hier in Südfrankreich, kann man schon fast sagen. Wetter ist ja immer noch gut, ne? Kann man so sagen. Was steht der denn da hinten da? Hat er keinen Platz gehabt vorher oder was? Okay. Platz ist hier groß, ne? Also, das haben wir mal ganz abgesehen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Riesengroß hier. Nimm diese Ausfahrt. Ja, sowas ist immer gut zum Übernachten, ne? Aber das ist ja noch nicht der Fall.
So. Und weiter geht's hier. Kilometerspruch mir, ne? So sieht's aus. Also, du hast mich doch jetzt hierher geschickt, oder nicht? Oder? Oder habe ich mich jetzt leicht verfranst hier? Okay. Biege nach links ab. Ich kann auch hier drehen, ne? Ja, na klar, natürlich. Und jetzt hier drehe ich wieder auf, wieder zurück. Ja, alles klar. Ja, hätte ich auch an der Kreuzung gerade machen können. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Ja, logisch. Das ist mir klar. Hätte ich ja gleich nur machen können. Biege nach rechts ab. Schön. Hoppla. Boah. Sonst sehe ich die Ampel nicht. So, kleiner Ausflug hier außer der Reihe. Ja. Polizei.
So. Jetzt sind wir wieder auf Kurs, ne? Oder? Na klar. Alles gut. So. So, Ticket gezogen und jetzt können wir wieder weiterfahren. Mann, oh Mann, das ist aber auch eine Tour hier, echt. Aber seit sehr langem nicht so eine große Tour gefahren. Nicht schlecht. Na, 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 na. Ja, hast mich doch gesehen, Junge. Der ist auch hier beinahe in die Karre reingefahren. Hat er mich auch nicht gesehen. Mein Gott. Haben wir schon kurz nach 3. So, Viertel nach 3, besser gesagt. Und ja.
Ja, wir müssen jetzt wieder ein bisschen zahlen, ja. Das Altbewährte, ne? Ticket ziehen und fahren und dann bezahlen. So. Hoppla. Habe ich die ganze Zeit Fenster aufgehabt hier? Ui. Okay. Oh, ist ein bisschen frisch geworden. Finde ich. Jetzt seine Fenster aufgehabt. Ja. War ein bisschen lauter, ne, wie sonst. Naja, gut. Hab's gar nicht so vernommen. Also langsam aber sicher verabschiedet sich wieder die Sonne. Ja. Was ist denn da vorne los, wenn ich weitergehe? Er kommt nicht so richtig voran, ne? So, Leute, Spanien. Um 4:30 sind wir jetzt in Spanien. Gerade durchgefahren, ja, ist ja gut. So, haben wir das nächste Land erreicht. Deutschland durch, Frankreich durch. Jetzt sind wir in Spanien. So. Genießen die schöne Landschaft. Jetzt sind wir in Spanien. Okay. Also 1000%ig. So, sehr schön. Okay, so. Jetzt mal durch Barcelona gleich. Ist auch nicht so weit von entfernt. Dann Tarragona. Dann, ja. Geht es dann nach Valencia und dort geht es dann auf die Fähre, auf Schiffchen. Na, toll. Und da geht die Post das richtig ab. So.
Ich suche mir dann jetzt hier. Ja. So langsam aber sicher muss ich mir meinen. Nächsten Rastplatz hier suchen. Ja, toll. Da komme ich aber nicht durch, Leute. War aber jetzt nicht so sexy, ne? Nee. War nicht so gut. Habe ich gar nicht gesehen. Halleluja. Ja. Danke, mein Freund, dass du mich gesehen hast. Freund. Wie sieht's aus hier? Gut sieht's aus erstmal. Ja, ich habe mich da einfach Irre leiten lassen vom Navi und da habe ich jetzt nicht geguckt. Das passiert, wenn man nur aufs Navi guckt. Ja. Und ja. Wäre ich wohl so nicht durchgekommen. So, Uhrzeit. Bin nach 6, okay. Wollen wir noch ein bisschen und dann machen wir dann Häuschen, ne? Das heißt, Leute, es wird einen dritten Teil geben. Ja, ich sage, ich war ein bisschen voreilig. Ich gebe es zu. Mit zwei Teile haut nie hin. Haut schon hin, aber dann wird das allzu lang, ne? Also diese Folge, seht ihr ja, ist auch nicht gerade kurz, ne? Also von daher. Ja. Naja, was soll's, ne? Sind wir jetzt schon gut und gerne zwei Tage unterwegs hier. So. Aber jetzt in der Zeit liegen wir eigentlich ganz gut als solches. Also von daher können wir uns da nicht beklagen. Lief ja alles so weiter. Das waren ja nur Kleinigkeiten, wo ich mich verfahren habe. Mein Gott, da kurz da die, was weiß ich, die 5 Minuten da. Ja. Mir passiert's nicht, ne? Also. Kommt halt vor. Und dann, in der nächsten Folge definitiv dann, ja, schrubben wir mal dann die letzten, ja, Kilometer dann ab, ne? Mein lieber Scholli, sage ich dazu nur. Da traut hier rein, du. Nicht schlecht. Ach ja, der Abend ist eingebrochen oder angebrochen jetzt und ja, fahren in die Nacht rein.
Aber lange will ich ja nicht fahren, von daher ist alles soweit. Ah, wir können wieder zahlen jetzt gleich. Jo. Und was ist mit dir? Kollege. So. Alles klar. Okay. Ach ja. Ja, so also ein bisschen jetzt. So langsam, aber sicher so ein bisschen müde. So, was haben wir noch bis um so einen Punkt hier? Na komm schon, wo bist du denn jetzt hier? Ja, da, ne? Habe ich mir da eingesetzt gehabt hier. Jo. Okay. 78 Kilometer noch, ja, da kriegen wir hin, ne? Aber dann, ja, außerhalb von Barcelona kann man sagen, ja, und geht dann Richtung Tarragona, ja, und dann, ja, dann, wie gesagt, beim, ja, dann letzte Etappe dann bis nach Valencia und dann geht's mit der Fähre, wie gesagt, kriegen wir hin. Aber nicht diesmal, beim nächsten Mal. Nächste Folge. Also definitiv 3 Folgen. Dabei bleibt es dann auch. Wie gesagt, ich war da ein bisschen voreilig. Gib ich zu. Aber egal. Interessant wird ja die Rückfahrt. Also, wenn wir in Bischkek angekommen sind, irgendwann, dann ja. Ach, da habe ich vergessen, da muss ich den Hannes auf jeden Fall nochmal anrufen. Da habe ich noch vergessen, wo er mich anrief, habe ich vergessen zu fragen. Er ist auch nicht darüber gestolpert. Nee, 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 nee. Muss ich mal fragen, wie das jetzt läuft. Ob er jetzt schon eine Rücktour organisiert hat, soll ich mal da ein bisschen da. Ja, weil ich habe keine Lust jetzt da, weil da laufen die Uhren ein bisschen anders und ja. Jetzt da sinnlos da Zeit zu vergeuden und naja. Wenn ich dann direkt eine Tour ab zurück. Okay, wenn das alles schon geregelt ist, okay. Trotz alledem wird es wahrscheinlich ein bisschen sich dahin ziehen. Also habe ich so das Gefühl. Aber wenn man gar nichts hat und so, und das ist alles in der Schwebe. Ich weiß nicht. Aber lieber habe ich das dann geregelt und ja. Da muss ich noch mal fragen.
mache ich dann nachher, wenn ich mich dann schön, ja, ich da was getrunken, gegessen habe und ja, mich soweit frisch gemacht habe. Hoffe, ich kann da auf diesem Platz da duschen, alles, wäre sensationell. Und ja, und dann werde ich ihn anrufen. Kurt und Hannes kann man ja, ist egal, zu welcher Nacht- und Tag, zu Nacht- und Tagzeit man sie anruft. Alles Taco, soweit. Keine Probleme mit denen. Bitte links halten. Sehr gut. Jetzt habe ich, sag mal in Anführungsstrichen, die paar Kilometer noch. Rattern wir jetzt kurz noch ab und dann haben wir erstmal Feierabend, ne? Wohlverdienten Feierabend. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Ja, das sieht schon hier. Sieht schon hier besser aus, ne? Als in Frankreich. Sag ich jetzt mal so auf Anhieb, weiß ich nicht. Sieht das hier aus? Pflanze ich mal hier rein. So, Leute. Nicht ein Meter mehr. Das reicht jetzt mal. So. Gut, oh gut, oh gut. So, haben wir es geschafft. War auch hier Zeit. Musste jetzt auch so jetzt Päuschen machen. So. Zweiter Tag jetzt hier geschafft. So. Morgen geht's dann auf die Fähre. Irgendwann. Ja, ich muss mal gucken, dass ich auch nicht so spät losfahre. Und ja. Naja. So also wie heute halt, ne? Heute Morgen. 5 oder so. Denke ich mal. Dann kann man gut einplanen. Jo Leute, das war, wie schon jetzt gesehen, die zweite Folge. Ja, war ein bisschen euphorisch beim letzten Mal und ja, bei der letzten Folge, da ich gesagt habe, wir schaffen das in 2 Folgen. Nein, schaffen wir nicht. Ist nicht so. Was hupst du denn da hinten? Wer siehst du, dass hier belegt ist? Und naja, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Gibt noch eine Folge von dieser Megatour oder von diesem Abenteuer, besser gesagt, nach Zentralasien. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? Das Beste kommt, glaube ich, noch. Okidoki, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und hoffen wir, wie gesagt, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit hier am Start seid. Oder auch beim ATS, kommt ja auch immer dazwischen. Und ja, haltet schön die Stoßstangen sauber. Bleibt vor allen Dingen gesund, wisst ihr ja. Und ja, in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.